Oh nein, bleibt stehen, auf der Stelle! Dieses Wesen dort ist ein sogenannter Eliad. Ein Lichtwesen, eine Mutter des Schicksals. Sie waren wohl schon immer in unserer Welt, seit der Schöpfung. Es heißt, sie können sich in den Verlauf des Schicksals einmischen. Dieser Eliad hier wird sich jedoch nicht in das Schicksal einmischen, denn er ist hier, um das Herz der Welt zu bewachen. Und er wird euch nicht vorbeilassen. Denkt nicht mal dran, ihr könnt ihn nicht töten. Keinem Sterblichen oder Unsterblichen ist dies je gelungen. Selbst wenn es euch gelingt, sein materielles Abbild zu töten, wird er seiner Umgebung so lange Energie entziehen, bis er wieder aufersteht. Das übersteht ihr nicht. Und doch, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Folgendes: Wenn es euch gelänge, den Eliad mit dem Seelenschinder zu verwunden, ihn einfach nur damit zu treffen, dann würde seine Seele bereits in das Schwert einkehren. Und dann lasst ihr euch von dem Eliad töten. Ich weiß, es klingt verrückt, aber anschließend werdet ihr in den Seelenschinder übergehen und die Seele des Eliad wird auch dort sein. Mit dem Unterschied, dass er dann verwundbar ist. Also los, trefft den Eliad mit dem Seelenschinder und danach gebt ihm euch hin. Nun, wie fühlt es sich an, tot zu sein? Mir war dieses Gefühl anfangs zutiefst verhasst. Ich verabscheute die Leere. Ich wandte mich ab vom Gegenteiligen des Lebens, bis ich schließlich lernte, es zu akzeptieren. Jedes Wesen hier war entweder Träger des Seelenschinders, als es starb, oder wurde von der Klinge verwundet. Das Schwert speichert die Seelen. Auch die Seelen. Den Körper eines Eliads könnt ihr nicht töten. Deshalb musstet ihr die diesseitige Welt verlassen. Seine Seele in der jenseitigen nämlich könnt ihr töten. Ihr werdet seiner Seele hier in einer körperlichen Form begegnen, die allerdings noch leblos ist. Denn der Eliad in der realen Welt lebt schließlich noch.
Es gibt hier einen Seelenbrunnen, dessen Wasser eine bemerkenswerte magische Wirkung hat. Es kann Seelen, die noch an einen Körper gebunden sind, von dieser fleischlichen Hülle befreien. Sobald wir seine Lebensenergie freigesetzt haben, müsst ihr sie in euch aufnehmen. Sie wird euch geradezu zufliegen, denn ihr seid eben erst gestorben und eure Seele lechzt noch danach, wieder in ihren Körper zurückkehren zu können. Der Eliad wird dabei sterben und sich nie wieder materialisieren können. Ihr dagegen werdet mit der Energie in die Welt der Lebenden zurückkehren. Nun, zumindest ist das meine Theorie. Hoffen wir, dass es klappt und ihr euch nicht umsonst habt töten lassen. Wenn das funktioniert, sind wir beide wahrscheinlich die einzigen Wesen, die jemals einen Eliad getötet haben. Bemerkenswerte Vorstellung, nicht wahr? Der Seelenbrunnen. Erkennt ihr die Gestalt dort? Ihr Grab habt ihr bereits gesehen. Ich habe schon so oft versucht, mit ihr zu sprechen, doch sie weist mich ab. Oh, Celara. Ach, es gibt jetzt Wichtigeres. Nehmt diese Flasche und füllt sie am Seelenbrunnen mit dem magischen Wasser. Schön. Gebt mir das Wasser. Wir suchen jetzt die Seele des Eliads. Wisst ihr, das Schöne an dieser Welt ist, dass jeder, den ihr mit dem Schwert getötet habt, auch hier keine Chance gegen euch hat. Deshalb konnte ich es mir nicht verkneifen, meinem Freund Erodan, ehemals Gott über Nerim, eine angemessene Stätte zu verschaffen. Hier, in diesem Bereich, finden wir alle Verkörperung der noch lebenden Seelen, von denen sich der Seelenschinder nähert. Auch der Eliad ist hier.
Das dort drüben sind die Seelenlichter des Eliads. Ihr müsst sie mit dem Zauber einfangen, den ich euch jetzt beibringe. Sobald ihr alle eingefangen habt, stirbt. Der Eliad ist dahin. Seine Energie ist in euch. Spürt ihr die Macht, die diesen Ort umgibt? Ihr seid nun im Zentrum der Welt. Im Zentrum allen Lebens. Was jammerst du so elendig? Denkst du etwa, das änderte irgendetwas? Ich bitte euch, lasst mich gehen! Tut mir nichts an, bitte! Du verkriechst dich wie ein Wurm im Angesicht der Flammen. Aber du weißt genau, dass sie dich zerfressen werden. Du weißt genau, was dich erwartet. Du weißt genau, dass man das Schicksal nicht hintergehen kann. Ich liebe dich. Nein! Nicht! Ah, der große Schattengott erweist uns die Ehre. Leider kommt er zu spät, um dem kleinen Kind beim Sterben zuzusehen. Es war höchst spaßhaft. Wisst ihr, was er als Letztes sagte? Was seine letzten Worte waren? Er sagte, ich liebe dich. Und in seinen Augen spiegelte sich euer Abbild. Ich liebe dich. Er war ein feiges Wesen, hatte nicht einmal den Mut gehabt, euch dies zu sagen. Obwohl er so oft die Gelegenheit dazu hatte. Und nun hat das Schicksal ihn gerichtet. Ein Jammer. Was schaut ihr denn so überrascht? Hattet ihr denn nicht erwartet, hier zu landen? Dachtet ihr nicht, dass das Schicksal euch doch noch einholt? Euch und den Rest dieses Ordens? Oh, wie unhöflich von mir. Ich vergaß ganz und gar, mich vorzustellen. Mein Name ist Saranta. Und ich bin das Schicksal. Ich beherrsche alles. Ich bin alles
Und in mir ruht die Kraft von allem. Und nun schaut mich nicht so an, als wüsstet ihr nicht, was das zu bedeuten hat. Ihr hattet wohl geglaubt, euer größter Gegner seien die Lichtgeborenen gewesen. Ihr glaubtet, mit ihrem Ableben sei alles vorbei. Ihr hättet einen Sieg davongetragen und könntet nun befriedigt nach Haus gehen? Nein. Euer größter Gegner war und bin ich. Ihr seid der Letzte eurer jämmerlichen Gruppe, der sich gegen das Schicksal auflehnt und der Meinung ist, der Mensch könnte frei über sich entscheiden. Das konnte er niemals. Und wenn er es doch tat, habe ich zugeschlagen. Denkt einmal zurück. Erinnert ihr euch an eure Gefährten und an ihren Tod? Mersul, General Akorias, Van Miria, Melvin, Callisto, Narazul Arantial und zuletzt Kim? Dachtet ihr, ihr aller Ableben sei ein Zufall gewesen? Oh nein, ich habe sie getötet. Jeder einzelne von ihnen ist durch mein Wirken gestorben. Denn jeder einzelne von ihnen kämpfte dafür, über sich selbst bestimmen zu können. Ebenso wie ihr. Und aus diesem Grund werde ich euch nun richten, wie ich es zuletzt mit Kim getan habe. Versucht am besten nicht, euch zu wehren. Kein Schattengott kann das Schicksal besiegen. Aber vielleicht können zwei dies vollbringen. Was zum... Wer seid ihr? Ein freier Mensch. Und damit dein Untergang, Saranta Schicksalsbote. Ha, Kokolores, selbst ihr seid dem Schicksal nicht gewachsen. Stimmung vernichtet ist, hat sie nur noch so viel Macht, wie der Schöpfer ihr zu ihrer Geburt gegeben hat. Ihr kämpft nun als das, was ihr wirklich seid. Kein Schattengott, kein Schicksalsbote. Hier seid ihr alle nur noch sterblich. War das
Ihr könnt sie besiegen. Denn jetzt, da die Vorherbestimmung vernichtet ist, hat sie nur noch so viel Macht, wie der Schöpfer ihr zu ihrer Geburt gegeben hat. Ihr kämpft nun als das, was ihr wirklich seid. Ja. Kein Schatten. Oh. Ein Schicksalsbote. Hier seid ihr alle nur noch Sterbliche. Ihr werdet kläglich zugrunde gehen. Ja. Es gibt keine Lichtgeborenen mehr. Ebenso hat das Schicksal Nerim verlassen. Was das für dieses Land bedeutet, kann ich nicht sagen. Ihr müsst es selbst herausfinden. Und was das Fehlen eines weiteren Schicksalsboten im Gefüge der Welt anrichtet, vermag ich ebenso wenig vorauszusehen. Aber nun kommt. Wir wollen nicht länger an diesem Ort verweilen. Der Rand des Schicksals ist kein Platz für Schattengötter.